13 Frauen, dazu gehören heilige Frauen, aber auch nicht heilige Frauen. Alle von diesen Frauen haben auf jeden Fall Kirche auf eine besondere Art und Weise durchdacht oder durchlebt. Darum geht's in unserer EWTN-Serie Freundinnen, alte und neue Namen aus der Schatztruhe der Kirche. Und über diese 13 Frauen sprechen wir mit der Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gell-Falkowitz. Schönen guten Tag. Guten Tag, Frau de Gleick. Wir sprechen über Simone Weil. Es gibt eine Sache, die Simone Weil ganz besonders gering schätzt hat, und das ist, Menschen in Schubladen einzuordnen. Genau deshalb möchte ich mich gerne trauen zu fragen, gibt es eine Schublade, in die wir Sie einordnen können? Man kann es schon tun, weil sie innerhalb der Philosophiegeschichte Frankreichs, aber auch Europas eine bestimmte Rolle spielt. Sie ist verwandt, geistig verwandt und natürlich auch zeitlich einzuordnen in den Existenzialismus der französischen Prägung. Der ist ja viel düsterer als die deutsche Existenzphilosophie. Also ihre Zeitgenossen, mit denen sie auch bekannt ist, mit denen sie in den Pariser Cafés raucht und stundenlang diskutiert und sie auch in Grund und Boden diskutiert, sind zum Beispiel Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, aber auch Albert Camus, der sie sehr geschätzt hat. Und in dem Sinne kann man sie schon in diese Schublade stecken. Aber natürlich stimmt es, dass sie da nicht überhaupt hineingehört, denn gerade der letzte Teil ihres sehr kurzen 34-jährigen Lebens führt ja in klarer Weise heraus aus dem Existenzialismus zum Christentum. Was ist sie für ein Charakter, der schon ziemlich speziell ist, und wer oder was formt in jungen Jahren diesen Charakter? Simone Weil kommt aus einem Arzthaushalt. Man kann den Namen übrigens deutsch aussprechen, weil es natürlich ein elsässischer Hintergrund ist. Ihre Mutter, geborene Reinherz, ist übrigens über 100 Ecken mit Karl Marx verwandt. Und Simone Weil hat ja auch eine kurze Phase, in der sie Karl Marx liest, später dann aber völlig ablegt. Und man merkt schon von dieser Herkunft hier, erstens mal kommt sie aus einer jüdisch-agnostischen Familie und sie bleibt ein Leben lang dem Judentum gegenüber skeptisch. Das muss man sagen. Das hat sie sich auch manchen Ärger gemacht, bis heute in der Forschung. Auf der anderen Seite ist sie ein Mensch, der aus der großen französischen Kultur lebt, übrigens perfekt auch Deutsch spricht, Kant liest, auch Deutschland kennt und schätzt. Sie wird 32/33 nach Berlin fahren und dort auch aus nächster Nähe den Nationalsozialismus noch kennzeichnen können. Also eigentlich eine polyglotte, universale Weltbürgerin, das muss man nennen. Sie liebt nicht den Begriff Nation, das ist für sie viel zu eng, aber sie liebt den Begriff Vaterland. Da macht sie übrigens eine ganz kleine, schöne Studie drüber. Der Mensch hat eine Wurzel, aber er hat nicht eine Nation. Das ist für sie ein viel zu enger Begriff. Das heißt, sie ist ein Mensch, der aus seinem eigenen Empfinden heraus weltbürgerlich, kosmopolitisch denken muss. Der Geist ist frei, der hat keine Grenzen, er hat auch keine kulturellen Engführungen. Das darf alles nicht sein. Und Philosophie ist für sie so der Zugang zur Welt des Geistes. Aber von der Spannung her, von der sie auch lebt, Simone Weil ist von ihrer Veranlagung her ein unerhört mitfühlendes Kind schon. Die Fünfjährige erlebt ja dann den Ausbruch des Weltkrieges. 1909 ist sie geboren, 14 taumelt Frankreich genau wie Deutschland in diesen schauderhaften Krieg. Und sie beginnt ihre Zuckerration nicht mehr zu essen, weil sie weiß, dass die französischen Soldaten keinen Zucker bekommen. Also ein unerhörtes Herz voll Mitleiden. Simone de Beauvoir hat von ihr gesagt, obwohl sie ganz auf der anderen Seite der Weltanschauung stand, sie hatte ein Herz, das in der Lage war, für die ganze Welt zu schlagen. Und ich beneidete sie darum. Und neben diesem großen und weiten und mitfühlenden Herzen hat sie einen extrem scharfen Intellekt. Ihr etwas älterer Bruder André, ein berühmter Mathematiker, der spät erst in den 90er Jahren in New York stirbt, war ebenso genial wie sie. Und Simone war ein klein wenig immer hinter ihm, hat aber eine Zeit lang überlegt, auch nur Mathematik zu machen, eigentlich auch im Wettkampf mit ihm, um ihn zu übertrumpfen. Das war aber nicht die klassische Mathematik, die wir kennen, sondern das ist jetzt eine extreme Mathematik, die praktisch nur noch in Gehirnakrobatik besteht. Und das hat sie auch mühelos vollzogen. Die beiden hochbegabten Kinder zitieren übrigens in der Straßenbahn in Paris Racine, also Verse dieses hochfranzösischen Renaissance-Dichters, unglaublich, und amüsieren die ganzen Fahrgäste. Also natürlich ein absolut kultiviertes Elternhaus, aus dem sie kommen. Mhm. Nur das einzige, Religion spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Und das Judentum eben auch nicht. Man ist kosmopolit, das ist es. Gibt es jemanden, der ihren Bildungsweg sehr bestimmt? Ja, sie studiert. Also Frankreich hat ein etwas anderes Schulsystem, ich habe schon den Ausdruck Studieren auf der Zunge, aber zunächst einmal geht sie natürlich über das Gymnasium und dann kommt sie in eine
École Supérieure. Also das ist eigentlich das, was bei uns schon Universität ist. Und dort hat sie einen geliebten Lehrer und dieser Lehrer begeistert sie, der bleibt auch prägend. Der Lehrer heißt Alain, es ist ein Deckname, gibt auch eine deutsche Edition seiner kleineren Werke. Bei ihm lernt sie Platon lieben und Platon bleibt eine Prägung auf ihr. Und sie hat später, als sie bei Renault unter anderem in der Fabrik arbeitet, versucht, für die Arbeiterinnen zu ihrer geistigen Befreiung auch Platon in die Fabrikarbeiterzeitung zu drucken, was natürlich vollständig daneben ging. Sie war auch sehr enttäuscht, dass die Arbeiterinnen nicht Platon lasen. Aber man sieht, mit welchem Idealismus sie eigentlich kommt und der ist von Alain grundgelegt. Sie wird dann letzten Endes Lehrerin, um das noch fertig zu machen, und führt auch Mädchen zum Abitur, also verhältnismäßig Abitur zu unserem System. Die meisten dieser Mädchen fallen übrigens durch und Simone Weil ist begeistert, weil sie sagt, die konnten diesen vorgeschriebenen Unsinn gar nicht lernen, die mussten selber denken. Und dass sie dann durchfallen, ist eigentlich nur eine logische Folge, das ist aber gar nicht schlimm. Jedenfalls diese Frauen haben Verstand, der weit über das hinausgeht, was sie abgefragt werden. Aber die Schulleitung hat sich dann sehr erfreut gezeigt, als Simone Weil dann nicht mehr weiter Lehrerin war. Sie ist eine sehr eigensinnige Person, wird auch sehr schnell eine sehr radikale Person im Denken und Leben. Wie zeigt sich diese Radikalität, in ihrem aktiven Leben? Ja. Sie zeigt sich natürlich schon darin, dass das Kind beginnt, bestimmte Dinge nicht zu essen, wenn andere Menschen es auch nicht haben. Darin, dass sie ihre Schülerinnen auf eigenes Denken trimmt, statt sie auf die Abituraufgaben vorzubereiten. Als sie dann wirklich krankheitlich affiziert ist, sie ist ein Leben lang von Krankheiten geplagt. Mit 14 Jahren bekommt sie wahrscheinlich einen Baseball an den Kopf. Sie spielt ja auch Baseball, ja, das spielt mir auch nicht als gut als höhere Tochter, jedenfalls nicht regulär. Und seitdem hat sie auch Kopfweh. Sicher auch psychosomatisch, einfach zu angestrengt. Das Leben ist bei ihr angestrengt. Und sie lebt ja in einer Zeit des Weltkrieges und dann der Zwischenweltkriegszeit. Aber diese Frau wird dann revolutionär im Sinne, dass sie sich eben mit Karl Marx auseinandersetzt. Sie heißt in Frankreich heute noch La Vierge Rouge, die rote Jungfrau. Es gibt ein berühmtes Foto, wo sie mit der Arbeiterfahne in der Hand vor der demonstrierenden Menge einherzieht. Eine ganz kurze Phase, aber sie kreidet dann Marx sehr, sehr an, weil sie sagt, der Mann schreibt am Schreibtisch, er hat aber nie eine Fabrik betreten. Und das ist das, was nicht geht. Also auch da ist sie revolutionär, weil sie sagt, um über Arbeit zu schreiben und eine verhältnismäßige Unterdrückung von Arbeitern muss ich in der Fabrik gearbeitet haben. Und sie selber macht ein Experiment, das gibt es auch auf Deutsch, das berühmte Fabriktagebuch, Journal d'Usine, ganz großartig, wo sie die Abstumpfung durch die damalige Fließbandarbeit beschreibt. Sie selber kommt mit der Hand in die Maschine, weil sie erlahmt nach 8 Stunden Arbeit oder 9. Die Hand kommt in das Fließband und verletzt sich. Aber sie beginnt in dieser Fabrik auch revolutionäre Vorschläge zu machen. Sie schreibt dem Direktor, der sicher nicht sehr erbaut war, Vorschläge der Verbesserung. Sie diskutiert mit ihm. Sie will die Arbeiterinnen geistig heben, was natürlich extrem schwierig ist. Das habe ich schon gesagt. Platon beim Fließband, also wenig, wenig passend. Aber sie hat einen unglaublichen Glauben an das Gute. Das ist der Punkt. Und sie meint immer, das schlummert und das müsste man nur wecken. Sie verkehrt übrigens in radikal anarchistischen Kreisen, das muss man auch sagen. Syndikalanarchismus, das heißt, also dasjenige, was alternativ noch zum klassischen Marxismus existiert hat, die trotzkische Idee, also Syndikate zu schaffen, kleine Gruppen, in denen bestimmte Positionen durchgesprochen und erprobt werden. Und hat auch einen Freund, Boris Souvarine, einen russischen Juden, der solche radikal-anarchischen Überlegungen teilt. Aber sie nimmt immer teil, ist dann wieder zu intelligent, um dann ganz reinzugehen und bremst dann wieder eher. Also sie identifiziert sich niemals so ganz. Immer fehlt ihr so die Probe an der Wirklichkeit. Das ist schon ein Akzent, den sie hat. Und in dem Radikalismus noch zu Ende, sie schreibt auch in einer Untergrundzeitschrift. Wir kennen ihre Pseudonyme, sie hat dann anderen Namen verwendet und versucht auch den Begriff der Arbeit zu definieren. Sie versucht auch die Frauenbefreiung interessiert sie nicht als Frauenbefreiung. Frauenthema war ihr vollständig egal. Es geht immer um die menschheitliche Befreiung. Es ist übrigens eine Stelle, an der sie mit Simone de Beauvoir ganz schwer in die Wolle kam. Und Beauvoir hat sie da auch dann als ja, sozusagen nicht tauglich etwas abgestempelt. Thema Frau war für Beauvoir das Lebensthema und für Simone Weil, ach Gott, es geht nicht um Frauen. Aber vielleicht ein letztes Zeichen ihrer revolutionären Idee.
Sie hat eben in diesem Fabriktagebuch nochmal versucht, an sich selber das Experiment zu machen. Was fühle ich, wenn ich nach Hause komme, Samstagabend? Es gibt keine 5 Tage Woche, natürlich 6 Tage. Kann ich überhaupt noch schreiben? Kann ich denken? Bin ich noch ein Mensch? Und die Antwort heißt nein, ich bin es nicht. Ich bin zur Maschine geworden. Ich kann nicht mal mehr wirklich über meine Gefühle berichten. Und dann die Frage, was muss man ändern? Also das ist wirklich eine Erprobung auf Leib und Leben. Und es ist kein Wunder, dass die Frau auch krank war, ein Leben lang, weil sie immer bis in ihre Leiblichkeit hinein versucht hat, etwas umzusetzen. Sie hat sehr positive Idealvorstellungen, das schon, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass sie jemand ist, der besser kontern kann, als zustimmen kann, sich irgendwo eingliedern kann. Ja, also sie spielen auf etwas an. Sie war ja berühmt in den Pariser Cafés. Montmartre traf sich diese Gruppe auch um Sartre. Simone Weil raucht exzessiv zu dieser Zeit und spricht die Leute an die Wand. Man hat mit ihr schlecht diskutieren können. Sie war jedenfalls immer sehr, also sehr, sehr intensiv in der Diskussion und hat die Leute auch niedergepafft mit ihren Zigarettenqualm. Also man muss sich das wirklich sehr bohemhaft vorstellen. Es gibt auch furchtbare Fotos, wo sie diese kleine Nickelbrille trägt und also Charme und Ausstrahlung wie auf einem ihrer schönsten Porträts. Da legt sie gar keinen Wert drauf. Ja. Sie hat meistens auch ziemlich abgerissene Clochard-Kleider an. Und diese Form des, sagen wir mal, des völlig unkonventionellen, völlig unbürgerlichen, das prägt sie so durch und durch. Und trotzdem ist etwas dahinter. Sie sucht eigentlich ein Ideal. Das ist ganz eigenartig. Und das Ideal ist wieder so, zunächst mal unbestimmt, dass sie beim Abtasten der verschiedenen Ideologien immer nicht Genüge findet. Ich muss noch hinzufügen, eine Nacht hat Trotzki auf der Flucht vor Stalin in Paris in der Wohnung der Eltern übernachtet und Simone Weil hat eine Nacht lang mit ihm diskutiert und ihm gezeigt, wo er Unrecht hat. Also weil sie jetzt sagen, gekontert hat sie intensiv. Und Trotzki hat am Morgen völlig entnervt aufgegeben und hat gesagt, gehen Sie doch zur Heilsarmee. Also er hat ihre Ideen so versponnen, ja, im Grunde genommen, wie soll man denn sagen, so naiv empfunden, ja, und er, der mit allen Wassern gewaschen war, das war ihm echt zu viel. Aber kontern, ja, ich würde sagen, sie ist nicht alt genug geworden, um wirklich etwas ganz entfalten zu können. Wir haben Essays von ihr, wir haben aber in der überwiegenden Mehrzahl Aperçus. Also so kleine hingeworfene Überlegungen. Wir haben Hefte, Cahiers im Französischen, die jetzt in einer sehr guten deutschen Übersetzung vorliegen. Toll zu empfehlen, zu lesen. Aber sie springt von Gedanken zu Gedanken und wenig ganz zusammenhängende Positionen. Aber genial, man merkt das gleich, wenn man das liest. Sie sieht dann aber auch irgendwann ein, dass das politisch Revolutionäre keine Lösungen bringt im Sinne der Wahrheit. Und dann wendet sie sich dem religiösen Denken und Empfinden zu. Wie können Sie das inhaltlich mal erzählen? Man muss es vielleicht ein bisschen anders wenden. Ich glaube gar nicht, dass sie selber eine Wendung macht, sondern sie wird von etwas ergriffen. Also ihr zentraler Inhalt, das ist wie bei Edith Stein, heißt Wahrheit. Es geht ihr um Wahrheit. Und deswegen werden ihr die Ideologien zu kurz. Irgendwann kommt immer die Stelle, wo das nicht mehr stimmt. Dann ist plötzlich eine Lüge da. Bei Marx war die Lüge der Schreibtisch selber. Ich kann nicht über Arbeiter schreiben und nie eine Fabrik betreten. Das ist bei ihr Lüge. Das kann nicht stimmen. Und jetzt beginnt aber die Wahrheit zu greifen. Sie wird mit der Mutter ein paar Reisen machen, einfach um ihre Gesundheit ein bisschen aufzuhelfen. Und sie hat 4-mal eine Art mystisches Erlebnis, das sie selber noch gar nicht wirklich zuordnet. Wir sagen das jetzt im Nachhinein und sie selber sieht es wohl auch so dann. Einmal sitzt sie mit sinnenraubenden Kopfschmerzen in Solesmes, das ist eine berühmte französische Benediktinerabtei. Sie liebt die Gregorianik, das ist für sie reine Musik. Ja? Und sie sieht sich selber kauern wie so ein Bündel Elend und plötzlich löst sie sich von diesem Leib, von ihrem Kopfweh, von ihrem völlig vernichteten Existenz und empfindet die reine Schönheit dieser Musik. Und das ist für sie sozusagen eine erste Berührung von etwas, was sie gar nicht weiß. In Assisi, sie macht eine Kunstreise, schreibt sie dann, sie betritt die Kapelle des heiligen Franz und sagt dann etwas, was stärker war als ich, zwang mich zum ersten Mal in meinem Leben auf die Knie. Aber das ist eine reine Empfindlichkeit für etwas Heiliges, ja? Und sie hat gar keinen Namen. Und dann kommt noch eine spätere Phase. Sie ist in Portugal. Man sieht schon, sie reist, um wahrscheinlich eigentlich oder in der überwiegenden Mehrzahl einfach, um sich zu erholen. Sie kann gar nicht arbeiten in ihrem Status.
und hört das Lied von Fischersfrauen am Strand, diesen wunderbaren Fado, das ist ja die Schwermut selber. Und dann schreibt sie einen hochinteressanten Satz: Ich habe begriffen, dass das Christentum die Religion der Sklaven ist. Und das schreibt sie positiv, ganz unglaublich. Der Mensch ist Sklave. Nicht nur die Fischersfrauen, wir alle sind Sklaven. Und das Christentum ist die einzige Rettung für die Sklaven. Man müsste immer fragen, jemand wie Nietzsche macht das ja völlig höhnisch, ja? Das ist die Religion für die, die sonst von nichts eine Ahnung haben und auch nie mehr den Kopf aus dem Dreck heben. Und Simone Weil sagt das, jawohl, so ist das. Wir heben den Kopf nicht aus dem Dreck. Und das Einzige, was hilft, ist Christus, ja. So wird sie später sagen. Und da hört sie an dieser portugiesischen Prozession, nimmt sie plötzlich das Christentum als die einzige Horizontlinie wahr, die hier überhaupt noch sowas trägt. Und dann hat sie wohl später, als sie schon sich mit dem Christentum beschäftigt und es geht ja alles im Blitzesschnelle, man muss immer diese kurze Lebenszeit sehen, wohl auch noch eine Christusbegegnung, ganz großartiger Weise, die sie ganz anonymisiert wiedergibt. Eine Erzählung in einer Dachkammer, das hat sie zweimal gefasst. Prolog heißt das. Wir wissen aber nicht Prolog wozu, es ist ein völlig einzelnes Stück. Schreibt von sich im Maskulinum. Eine Dachkammer in einer unbekannten Stadt. Er kam zu mir, führte mich hinauf, Brot und Wein. Abends wurde es dunkel, wir legten uns auf den Fußboden. Er führte Gespräche, ich habe alles vergessen. Eines Tages sagte er zu mir: Nun geh. Ich umklammerte seine Knie, er stieß mich die Treppe hinunter. Oh je. Das sind jetzt wörtliche Zitate. Und dann sagt sie: Ich habe begriffen, dass mein Platz nicht in der Dachkammer ist. Sie ist in irgendeinem Bahnhof, in einem der bürgerlichen Salons voll Nippes, aber nicht mehr bei ihm. Und der letzte Satz ist atemberaubend. Sie sagt: Ich weiß, dass er mich nicht liebt. Und doch im Grunde meines Herzens, mit Furcht und Zittern, denke ich manchmal, dass er mich liebt. Das ist eine gewisse Tragik in diesen Ja, Worten. aber man merkt, dass da etwas Unglaubliches vor Ja, sich ja. ging. Also ihre innere Verbindung zu Christus ist aber wiederum ein anderes Thema als ihre Haltung zur Kirche, ne? Und daraus wird dann ein religiöser Weg sozusagen mit ganz klaren Grenzen. Sie flieht ja, als die Nazis Paris okkupieren, 1940, das ist ja dieser ungeheuer schnelle, die schnelle Einnahme von Paris. Sie gehört in die Resistance. Eine ganz winzige Anekdote, weil sie ein Schlimmassel war. Es gibt ja das Wort Schlamassel, aber im Jiddischen gibt es auch das Wort Schlimmassel. Und Simone Weil hatte 10 Daumen an jeder Hand, also wirklich. Und sie transportiert übrigens Adressen der Resistance an eine andere Stelle. Sie steigt aus der Straßenbahn, der Koffer fällt ihr aus der Hand, die Adressen liegen auf der Straße. Ein junger deutscher Offizier hilft ihr, das aufzusammeln, wirft aber keinen Blick drauf, die wäre sofort irgendwo gelandet. Er hilft ihr wieder höflich, vielleicht hat sie auch an dem Tag sehr hübsch ausgesehen, wieder zurück. Also man hat ihr keine Adressen mehr anvertraut, das war jetzt dann Schluss. Aber sie hat an dieser Stelle etwas natürlich gewittert und sie flieht. In Marseille wartet sie auf den Transport nach Casablanca und New York. Dort trifft sie Pater Perrin, den Dominikaner. Und da beginnt diese Frage. Perrin sagt ihr, Sie haben alles verstanden, warum lassen Sie sich nicht taufen? Und Perrin wird einen großen Brief von ihr erhalten, warum ich nicht in die Kirche eintrete. Und zwar nicht diese Motive, die wir immer unterstellen, Widerstand gegen die Institution oder Geschichte der Kirche. Das interessiert sie überhaupt nicht, das ist ihr vollständig gleichgültig. Nein, sie will das Unglück derer teilen, die vor der Kirche stehen. Das heißt, eine Solidarität mit dem Unerlöstsein. Das ist ein ganz merkwürdiger Gedanke. Also Kirche ist Heimat, das ist schon so und es ist die Kirche Christi. Aber sie gehört zu den Unglücklichen, die nicht hineinkommen. Und hier gibt es eine letzte Solidarität mit dem Unglück, nicht dazugehören zu können. Aber darf ich ergänzen, es gibt eine Freundin, die auch Simone heißt, Simone Dates, die sie vor ihrem Tod in England besucht und bezeugt hat, angezweifelt. Simone Weil habe kurz vor ihrem Tod bei dem Besuch von ihrer Freundin den Wasserhahn aufgedreht und gesagt, taufe mich. Wobei die völlig verdutzt war, auch eine Jüdin, die von nichts eine Ahnung hatte, was das heißt. Und Simone Weil habe ihr die Worte vorgesprochen, ich taufe dich im Namen. So. Und da habe den Kopf unter den Wasserhahn gesteckt, klassisch Simone Weil natürlich, das ist ja schon glaubhaft wegen der Art und Weise. Und hat Simone Dates gezwungen, diese Worte zu sprechen. Jetzt ist es natürlich kirchenrechtlich die Frage, ob das überhaupt eine Taufe war, was das auch bedeutet. Das können wir offen lassen. Aber der Widerstand gegen die Taufe in dem Brief ist nicht der Widerstand gegen die Kirche, sondern ist der Widerstand gegen das Glücklichsein. Das ist eine andere Frage.
Das heißt, dieses Stehenbleiben auf der Schwelle der Kirche, die Christin von außen sein, das ist eine Solidarität mit den noch Außenstehenden, oder? Ich weiß zufällig, dass Pater Pio nach ihr gefragt wurde. Und Pater Pio hat gesagt, Simone Weil ist eine Heilige. Das ist kein geringes Zeugnis. Ungetauft oder getauft, das hat jetzt gar keine Rolle gespielt. Um das einfach so zu sagen. Also diese Form des Mitleidens mit, jetzt in dem Fall mit denen, die nicht das Glück haben, verstanden zu haben, wer Christus ist, das ist auch eine Form des Leidens. Gibt es für Sie als Philosophin die eine Wahrheit, als Mensch für Sie die eine Wahrheit? Ja, auf jeden Fall. Also Wahrheit ist der zentrale Inhalt ihres Lebens. Die Frage, ob das erkennbar ist oder wie intensiv das erkennbar ist, hat sich bei ihr so gebrochen. Und das ist ein interessanter Impuls. Vielleicht ist das wirklich auch ein ganz originärer Zug an ihr. Sie sieht die Wahrheit Christi in allen Religionen dieser Erde ausgebreitet. Und das klingt jetzt natürlich so modisch, dass man schon wieder ganz vorsichtig sein muss. Aber für sie ist die Wahrheit Christi bei Homer ausgesprochen, Platon ist ein Christ. Sie hat Platons Bericht über oder Platons Gedanken der Weltschöpfung im Timaios mal aufgegriffen. Und Platon schreibt ja von dem großen Chi, also dem griechischen Buchstaben Chi, der als Sternbild am Himmel steht. Und Simone Weil sagt ja, das ist deutlich, das ist Christus, den er da gesehen hat. Aber sie lernt sogar Sanskrit, das heißt die heilige Sprache der Inder, um die großen Upanishaden zu lesen. Und sie sagt, wovon sprechen Sie? Sie sprechen von Christus. Das hat also mit dem gar nichts zu tun, was wir heute so modisch, jeder hat ein bisschen den Fetzen von der Wahrheit und wenn man das alles zusammennäht, dann gibt das die ganze, ist überhaupt nicht wahr. Nein, Christus ist der zentrale Sinn aller Botschaften, die existieren. Wir können es auch ein klein bisschen sozusagen vom Lustigen her sehen, auch in Grimms Märchen, auch im Aschenputtel, auch im Schneewittchen ist etwas ausgedrückt, was mit der Wahrheit Christi zu tun hat. Sie hat die Grimms Märchen und andere Mythen gelesen, wirklich auch nochmal auf derselben Ebene wie das Evangelium. Das ist natürlich für uns etwas verblüffend. Man muss aber immer sagen, die Frau kommt ja nicht aus einer Katechismuserziehung, aus einer Sozialisation, nein, die geht mit einem unbefangenen Blick sondersgleichen herein. Und insofern weitet Simone Weil das Herz, finde ich, wenn man sie wirklich liest. Sie stirbt dann letztendlich mit 34 Jahren an Herzversagen und der Auslöser ist einerseits Tuberkulose, aber auch Erschöpfung und Unterernährung. Ist sie, die theoretisch sehr viel über das Unglück philosophiert und nachgedacht hat, vielleicht auch jemand, der das Unglück auch in sein Leben reingezogen hat? Ja, das muss man sagen. Also diese 34 Jahre sind ja wirklich auch welthistorisch gesehen ein Unglück. Also vom Ersten Weltkrieg 14 bis sie stirbt dann 43, ist es ja nur ein Desaster. Also auch die 20 Jahre, in den 20er Jahren die Zwischenkriegszeit, das ist ja Inflation auch in Frankreich, das ist Hungersnot. Kein Wunder, dass da auch der Existenzialismus so blüht, also diese Form der Verzweiflung am Dasein. Wenn wir an Camus denken, dass trotzdem von, oder die Sisyphus-Figur, die immer ins Vergebliche nur den Stein hochwälzt, das entspricht auch Simone Weil. Aber es ist trotzdem so, dass sie in dieser Suche nach Wahrheit etwas weiß. Unglück ist Wahrheit über unser Leben. Unglück ist die Wahrheit über unser Leben. Wir sind nicht glücklich. Sie würde dieser Wellness-Kultur, die wir heute haben, sie würde einfach lachen. Ich glaube, sie wird sich gar nicht damit auseinandersetzen. Das ist lachhaft, was da gesagt wird. Wir sind mit Schwerkraft auf dieser Welt. Wir sind Menschen, die dem Tod nahe stehen. Wir sind Menschen, die beständig gefährdet sind. Also da hat sie eine ganz, ganz klare Position. Aber letzten Endes kann man dann wieder sagen, dass sie in der Weise, wie sie das nimmt, das Unglück hat dann die einzige Aufhellung, schlagartig, blitzartig ist dann sowas wie der Griff Christi wieder. Ja? Das mag immer verblüffen, bei ihr gibt es keine Übergänge. Aber am Fuß des Kreuzes, zusammengekauert, ein Stück Elend, das man ist. Und dann kommt das, was Auferstehung heißt. Nicht vorher und nicht daneben, sondern im Augenblick, wo ich wirklich ganz zerschlagen bin, dann kommt etwas, was Gnade heißt. Schwerkraft und Gnade. Simone Weil, eine so radikale wie sentimentale Intellektuelle, vielen Dank für das Gespräch.